So, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Tales of Symphonia. Ja, wieder mit Gast, dem Herrn Titanium. Und Kratos ist wütend. Kratos, die Blick ist Feuer entflößend. Ja, ist das was passiert? Hallöchen übrigens. Nein, ich bin so wie immer. Ich schaue immer so. Ja, das tue ich. Du lügst. Jeder kann sehen, dass du über etwas wütend bist. Ich bin nicht wütend. Es tut mir leid. Lass mich eine Weile allein. Übrigens, ich bin nicht wütend. Klar. So, wir müssen uns ja wieder auf den... Kann ich jetzt den nochmal benutzen? Ja, natürlich. Lol. Wir müssen uns jetzt auf den Weg machen zur Farm, weil wir haben ja im letzten Part eine Kugel der Designs bekommen. Damit können wir jetzt einen Geheimgang benutzen, wo wir in die Farm wieder rein können. Und ja, dann lassen wir Leute Rache nehmen und bla und blub. Diesen ganz unauffälligen Stein gehen wir jetzt. Welch? Der sehr unauffällig ist. Welchen Stein? Den ja, vor der Farm. Achso! Ich dachte, du meinst den da oben, hier, den da. Den hast du schon, sonst könntest du ihn nicht rein. Deswegen war ich ja verwirrt. Achso. Oh la la. Ach komm, komm her. Komm her. Du hüpfst so lustig rum. Na, es geht. Du bist fast richtig. Ich hab immer noch kein Mana, ne? Das ist richtig, es hat sich seit den letzten paar Minuten nicht geändert. Zack, zack. Bäm! Aua. Photon! Au. Was ist? Ich hoffe, ich hab den nicht normal getroffen, das wäre seine. Ich glaube, das war normal. Ja, kein Mana, ja. Alter, ich mein Mann. Ich komme nicht lang. Wieso? Ja, das macht sie gern mal. Die Dringe sind nämlich immer so, dass ich plötzlich... Schaut euch hin, als sie kann die Kappen schweben lassen. Magie! Hey! Kann ich auch noch nicht, interessant. Echt nicht? Nee. Ich will's in die Bahn. Ich hätte ihn zwar noch machen können, aber komm. Hier geht's da rein. Die macht der Exvius. Ich kann es einfach nicht glauben, dass Exvius aus dem Leben der Menschen gemacht werden. Ich hatte so etwas im Gefühl. Was im Gefühl? Steh ich nicht. Als ich die Kraft meines Exvius spürte, fühlte es sich warm und sanft an. Das war Marble, die mir ihre Kraft geliehen hat. Ich bin sicher nach... auch deine Mutter wacht die ganze Zeit über dich, Lloyd. Weißt du das wirklich? Ja. Alter! Schön. Das ist der Stein, von dem Pietro gesprochen hat. Scheint so, wir sollten versuchen, ihn wegzuschieben. Das funktioniert nicht. Er bewegt sich nicht. Dann lass uns die Kugel der Designs einsetzen, die wir von Pietro erhalten haben. Genau! Als ich versucht habe, ihn wegzuschieben, hat er sich keinen Millimeter bewegt. Wir müssen los, Leute. Yeah! Alter. Zum Teufel, seid ihr? Ja, klar. Wir sind Freunde. Wir kommen in den Frieden. Wollte ich gerade sagen. Ja, ich weiß. Er ist auch toll. Aua. Aber als Mann! Ich brauche mal irgendwas, was mich heilt. Das geht so nicht weiter. Mischgel. Gib. Danke. Achso, dann mach ich gleich wieder mit Power. Ja, ich mach schon nur. Mach schon extra nur Power Sieg. Du bist irgendwie schwächt, okay? Klar. Wer zum Teufel macht das? Ich hab keine Ahnung. Und die Rain ist kurz vom Boden?
Gerade du heilst? Okay, bin ich gut. Jetzt gib mir mal da vorne. Und ich geh mal da rein. Das ist ja schlimm. Ich kann auch hinbleiben. So, du Ekelhafte. Ich bin tot. What? Okay. Dann bin ich wieder Mana. Ah, Verwirrung ist da. Ich bin... Ja, ich bin auch. Ja, muss ich sagen. Ich bin auch gleich wieder tot. Sag mal, was macht mit unserer Heiler? Wir haben schon extra zwei Stück im Team, ne? Alle, die haben Mana und alles, was ist denn los? So, Freunde. Ich geh nur auf den komischen Zauberer. Probier. Ich muss da wieder Leute nehmen, das wird nicht. Ja. Also ich hab schon wieder kein Mana. Hey! Nicht so alt diese Spiele, das sieht immer super aus. Ja, aussehen. Nicht unbedingt, aber es ist einfach nur toll. Lass uns den Grund aus der Farm abrufen. Nop, blop, 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 blop. Und nochmal blob. Professor, sie sind fantastisch. Es gibt auf dieser Seite auch Leute, die Maschinen gehen können. Auf dieser Seite? Nichts. Ich weiß nicht mehr selbst. Wir befinden uns genau hier. Und Quarz sollte sich dort befinden. Scheint, wir müssen das Sicherheitssystem deaktivieren, um die Ebene zu erreichen, auf der sich Qua befindet. Hier! Pin-System! Hier! Wenn wir dieses Sicherheitssystem nicht deaktivieren, können wir nicht zu Qua vorstoßen. Was sollen wir also tun? Beruhige dich. Irgendwo gibt es sicher einen Schalter, um das System zu deaktivieren. Hier, yes, Sir. Einen. Ja, ne? Sieht man genau einer. Siehst du die beiden Schalter am linken und rechten Ende dieses Durchgangs? Das sind die Deaktivierungsschalter. Okay, deaktivieren wir ihn. Warte einen Augenblick. Ich zeige euch den Weg, der zu Quas Raum führt. Das Transportband behindert den Durchgang. Um es aufzuhalten, müssen wir das Steuersystem des Bandes außer Kraft setzen. Es ist so gebaut, dass man nicht zum Steuerungssystem gelangt, solange Container auf dem Band stehen. Mal sehen, was kommt. Der Inhalt-Transportsystem zu justieren. So. Verdammt, sie haben entdeckt, dass ich auf den Computer zugreife. Leute, was sollen wir tun? Die Designs werden jeden Augenblick hier sein. Verdammt! Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen uns in zwei Gruppen aufteilen, damit wir das System deaktivieren und in Quas Raum eindringen können. Was? Wir teilen uns auf? Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ich wäre gerne in der Gruppe, die in der Quar herrscht. Ich auch. Und ich auch. Colette, bitte triff für uns die Wahl. Was? Wir? Ich weiß, du bist so zum Teil. Er hört nur auf seine Intuition und seinen Instinkt. Was soll das denn nun bitte schon wieder heißen? Egal, ich werde also die Teams zusammenstellen.
Ich übernehme Qua, ich möchte meine Mutter rächen. Ja, jetzt nehmen wir uns hier die Teams und ich habe nicht umsonst den Herrn Titan dabei, ne? So, hallo, Gennis, komm her. Ja, Infiltrierungsteam. Ja, schön. Und wir brauchen einen Heiler, also, Rain. Komm her. Dankeschön. Yay. Und dann haben wir unser Team. Gennis und Rain. Noch gesagt, bin ich etwas unsicher, was diese Wahl angeht. Nein? Das ist perfekt. Das stimmt, unterschätzt Qua nicht. Nein, tue ich nicht. Deswegen ist ja der Herr Titan dabei. Yay. So ist es gut. Darf wieder mit aufnehmen, das finde ich echt gut. Ich werde Qua mit meiner Magie zu Kleinholz machen. Lass uns also aufbrechen. Ist zu schade, dass ich nicht mitgekommen bin. Ja, vor allem du. Er ist ja die größte Hilfe. Sicherlich. Verstehe, dann überlasse ich Qua dir. Vertraust mir wohl, wenn du mich in die andere Gruppe schlägst. Wir treffen uns im Quas-Kontrollraum. Ja, jetzt haben wir hier drei Leute und wir müssen jetzt uns durchschlagen. Wir gehen erstmal hier hinten hin. Gibt es euch bei dieser Gruppenzusammenstellung überhaupt eine Möglichkeit, die alle zufrieden sind? Oder meckert mal einer? Was? Ja, Gradus hat gerade gemeckert. Achso. Naja, es wollen vier von sechs Leuten Qua töten und es können nur drei Leute ins Team. Also einer ist immer. Also meckert immer einer. Ja. Das ist einfach nur toll. Die einzigen, die nicht Qua töten wollen, sind Gennis und Rain und die habe ich beide dabei. Ich meine, ist logisch und so. Ja, klar. So, Schichtlede haben wir bekommen. Schön, noch zwei Verteidigungen mehr. Mein Gott. Mehr Def ist mehr Def ist mehr Def. So, und hier ist ein Schalter. Wenn wir es anhalten, verhindern wir, dass die Gefangenen zu Monster werden. Abstellen. Abstellvorgang läuft. Abstellvorgang beendet. Yay. Juhu. Und wie ist denn Leute eigentlich eingestellt? Ja, passt. Lloyd wird gerade zum anderen Typ, ne? Das ist richtig, ja. Okay. Haben wir denn eigentlich einen Speicherkristall? Weil den möchte ich doch haben. Wir haben keinen Speicherkristall, das heißt, den muss ich noch suchen. Hey. Den brauche ich unbedingt. Und die haben wir übrigens einen Mana-Veränderungsapparat. Dingsbums, Mana-Ring. Mal wieder. Zeug. Nummer 3? Das. Oder 4? Was? Wo wir einen Mana-Ring verändern. Boah. Da frage ich wieder was. Im Wassersiegel, im Windsiegel, dann Donner hatten wir auch schon. 4 oder 5. Okay. War schon auf jeden Fall viel. Das Feuer des Mana-Rings ist stärker geworden. Es reicht nun an Stellen heran, die es vorher nicht erreicht hat. Yippie. Ja, damit können wir nämlich hier auf das Teleportband oder Transportband und können hier Teleportband und ich fail mal wieder. So. Ah, so, wunderbar. Das war gut. Und ich muss den Speicherkristall immer noch finden. Also, kämpfen. Battle. Und nicht allzu sehr Mana verschwenden mit. Adiko. So, du Ekelhafter. Jetzt habe ich wieder Leute. Jetzt gibt's Stress. Kollege. Komischer Stab. Rain ist wieder schneller, ja. Während der einen Zauberanimation hat man keine andere Zauberanimation gestartet. Das ist richtig. Oh, Tom! Ein Mischgel. Speicherkristall? Fragezeichen? Nö. Okay, dann next one, please. Nein. Das tust du nicht. Nein. Don't do this. Zack. Was? Okay, der muss sterben. So schnell wie möglich. The best! So. Warum gehst du eigentlich mal so vor? Ein bisschen kannst du schon raushauen. Der Kamera, what are you doing? Du bist übrigens müde im Hardband, das ist krass. Was? Ja. Haben wir nicht gerade das? Ja. Haben wir. Ich spreche Kristall so wie auf jeden Fall noch. Ja, ist schlimm. Wie schnell die Zeit geht, wenn wir kurz aufhören. Hab ich schon auch selbst festgestellt. Ja, der kommt nicht mal zum Zauber. Das ist gerade schon vorbei. Speicherkristall? Ich glaube, der. Speicherkristall? Ich weiß nicht mehr, wer von dem verdammten.
Ja, wissen halt, habe ich auch mal getut. Zack, zack, zack! Ha! Aber der läuft jetzt viel schneller, der ist einfach zu imbar, der Typ. Okay. Immer noch kein. Der Gegner muss es aber dann langsam geben. Ja, das ist aber sonst wird's interessant. Nein. Zack, 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 bam, 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 bam. Ich könnte eigentlich fürs Demon Fang machen, ne? Habe ich das eigentlich fest? Ach ja, ach Gott, das lande ich ja erst. Ja, ich merke das. Stimmt ja. Ich war ja gerade am Umswitchen. So, jetzt bitte Speicherkristall? Sehr gut. Danke. So, was war da jetzt eigentlich drin in der Kiste? Ich hab's voll. Hast du schon aufgebracht? Nichts da aber. Hab ich die nicht aufgebracht? Klar. Die ist schon offen. So, damit können wir nichts machen. Was ist das eigentlich? Habe ich noch nie angesprochen, glaube ich. Sehr schön. Es gibt eine Anleitung mit dem Titel Bedienung des Transportbandes. Möchtest du es lesen? Nein. Nein. Danke. Zack, zack, und los! Oh! Fail! Damit haben wir das Ding angehalten und damit können wir nämlich jetzt hier hoch. Ja. Ist nicht toll. Jetzt nach unten fahren und ja. Hier ist übrigens eine Kiste, die man leichter besiegen kann. Und die Gegner hier ignoriere ich und dann breche ich hier das Speicher. Hallo? Danke. Und dann würde ich sagen, der Part ist schon wieder vorbei, es ist krass. Aber ja, das war's wieder für heute und man sieht sich dann im nächsten Part wieder. Also dann, bis dann. Ciao, Leute. Tschüss.